Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit Paxis. Nachdem ich für mich das gestern, nachdem ich gestern in der letzten Aufnahme diesen Turm hier, ist es das? Ja, genau. Diesen Turm hier ein Stück weit erkundet habe, mit der Kamera habe ich mich dann auch beschlossen, noch die Energie meiner Charaktere zu nutzen, um hier ein bisschen rumzulaufen, selbst wenn ich halt von diesen Arkanen angeschossen werde, um zu schauen, ob ich irgendwo was finde, um das abzuschalten. Da ist nichts großartig Spannendes passiert. Was ich mir dann überlegt habe, ist, dass wir ja einen starken Blitzzauber durch Gale haben auf Stufe 3. Und wenn wir hier das Gebiet wirklich erforschen wollen und in Ruhe uns anschauen wollen und vielleicht rausfinden wollen, wie wir dieses Rätsel lösen können, müssen wir diese Geschosse kaputt machen, diese Arkan-Dinger. Das würde auf jeden Fall gehen, dafür müssten wir rasten. Was ich mir aber auch überlegt habe, ist, dass wir ja schon rausgefunden haben, dass es hier einen leicht versteckten Weg gibt, um tiefer zu gehen. Total Drone. Um tiefer zu gehen, da waren wir ja schon, das geht hier runter. Und dass das vielleicht was zu tun hat mit diesem Turm und wir da vielleicht weitere Informationen oder sowas bekommen oder vielleicht sogar eine Vorrichtung, um das abzuschalten. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen zuerst da runter, wenn uns da unten irgendwas hilft, cool. Wenn nicht, gehen wir wieder hoch und versuchen mit unserem krassen Blitz dann dieses Problem zu lösen. Schauen wir mal, ob das klappt. Wir werden aber erstmal... okay. Wir werden aber erstmal gucken, was es hier noch auf der Ebene gibt. So. Heading out. Bullywug-Trompete. Those mushrooms are arranged in a circle. Is that normal? Nein, ist es nicht. Das ist eigentlich ein Feenkreis, mit dem wir reisen. Nothing. Not sure what I was expecting. Mit dem wir reisen können, aber wahrscheinlich muss der auch erst irgendwie aktiviert werden. Kann auch sein, dass es die andere Seite, also da, wo der andere Ausgang des Feenkreises ist, dass der aktiviert ist. Vielleicht in dem Turm da drin, um dann hier wieder raus zu können, kommen und dann könnte man theoretischerweise hin und her springen. Could come in handy. Vielleicht hat ja auch der Drow was mit dem Turm zu tun und hat vielleicht irgendwie ein... Ouch. This drow must have taken quite a fall. Und es hat vielleicht was... Und hat vielleicht Informationen für den. Für den Turm, wenn er auch sagt, dieser will, dass der irgendwo runtergefallen ist, dann ist das vielleicht schon ein Hinweis. Pfeil des Blitzes. Ah, Pfeil des Blitzes. Bestimmt wegen den Geschossen. Also war da bestimmt in diesem Turm drin und hat versucht, diese arkanen Geschütze auszuschalten. Ah, da steht auch was. Ledergebundenes Tagebuch. Sehr gut. Die Erinnerungen und Pläne einer vertriebenen Drow. Ein Gefallen, ein treuer Diener. Mehr habe ich nicht beschworen. Nicht mehr, nicht weniger als Melis Do-Urden oder die Mutter der Begierden selbst. Die Jochlol war prächtig anzusehen in all ihren Gestalten. Ich habe von ihrem fauligen Geruch gelesen, aber ich fand ihn berauschend, wie Rosenwasser. Sie hat einige Artefakte zertrümmert, einen Meister angefaucht. Der Erzmagier hätte mich für eine solche Beschwörung verehren sollen. Stattdessen hat er mir gedroht, mich zu verfluchen, mich in eine Drinne zu verwandeln. Was ist denn eine Drinne? Meine Zeit wird noch kommen. Bald kehre ich nach Menzo Beranzan und Sorcere zurück. Dann wird der Erzmagier mich verehren. Man wird mir dienen. Tja, du bist leider gestorben. Ah, leichte Armbrust. Die bekommt mal Kalach, damit die endlich auch mal einen Tick mehr Schaden macht, wenn sie doch mal auf Fernkampf gehen muss. Und ich glaube, das Buch brauchen wir nicht, oder? Wobei, es ist schon wieder selten, weil es wahrscheinlich Informationen beinhaltet. Ach, wir nehmen es mal mit. Soldier. Dann geben wir... Was war das hier? Das macht einfach nur zwei Blitzladungen. Ja, das brauchen wir nicht. Dann lieber... Moment mal. Das macht genau gleich viel Schaden? 2 bis 9. 2 bis 9. Lol. Na so. Die ist anscheinend einfach so schlecht auf Geschicklichkeit, dass wir deswegen so wenig Schaden machen. Aber sie ist doch besser auf, schlechter auf Geschicklichkeit und trotzdem stärker, was den Fernkampf angeht. Verstehe ich nicht so richtig. Stärke haben sie gleich. Sie ist nur besser in Charisma und nicht mal in Weisheit. Egal, ist nicht so wichtig. Wir versuchen ja eher selten mit Kalach auf Distanz zu gehen.
Silvanischer Stein. Ah, mach mal deine Fackel an, ist mir jetzt echt langsam zu dunkel hier. Was? Verdünnt? Was? Verdünntes Öl der Schärfe. Schimmernden Kristallsplitter in diesem trüben Öl lassen ist vor keinem Potenzial schlummern. Gibt es auch noch eins, was nicht verdünnt ist? Viridianische Kristall, auch Narrensmaragd genannt, ist spröde und schwierig zu bearbeiten, in der Alchemie jedoch nützlich. Oh, heißt das, wir können da drauf springen? Ist das... Wir speichern nochmal. Hä? Ach nee, das ist verschwunden, oder? Weil wir nicht drauf springen können. Ach so, jetzt verstehe ich. Der hat bestimmt versucht, hier hochzuklettern, der Drow, und ist dann aber runtergefallen, weil er auf einen falschen Pilz gesprungen ist und es hat ihn umgebracht. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal mit Kallach weitergehen, weil die ja besseren Sprung hat und auch mehr Energie und weniger Schaden nimmt, wenn sie runterfällt. Oh, das Spiel, ey. Es ist ultra lange her, dass mich ein Spiel so süchtig gemacht hat wie dieses. Ich bin so viele Stunden voraus im Vergleich zu dem, was ich veröffentliche in meinem Let's Play. Ich muss so viel Speicherplatz von meinen Festplatten verwenden. Ich musste jetzt schon... Also ich habe halt eine Hauptfestplatte, die ich benutze, um meine Aufzeichnungen zu machen, logischerweise. Und wenn die voll ist, was momentan der Fall ist, dann habe ich noch eine zweite, auf die ich ausweiche. Auf die musste ich jetzt ausweichen. Es ist schon lange nicht mehr vorgekommen, dass ich auf die ausweichen musste. Und da habe ich auch schon einige Gigabyte an Speicherplatz verwendet, weil ich muss ja dann immer diese Aufnahmen... Ich muss die Aufnahmen dann ja immer rendern und erst wenn ich sie gerendert habe, dann kann ich die Rohaufnahme löschen und kann quasi diesen Speicherplatz freigeben. Und... Nachforschung fehlgeschlagen. Das heißt, wir müssen jetzt mit jemand anders hier hochspringen, in der Hoffnung, dass wir sehen, welche von denen echt sind und welche falsch. Dann stürzen wir auch wieder nach unten und vielleicht in den Tod. Wer hat denn die beste arkane Nachforschung? Wahrscheinlich Gale, oder? Wo sehe ich das? Hier. Nachforschungen plus 7. Oh, und geübt. Ja, es ist Gale. Ist gar nicht so schlecht, Kallach mit plus 3. Ach nee, das ist ja gar nicht... Ach doch, plus 3. Ja. Ja, dann machen wir mit Gale weiter, also weit, bis wir sie wieder gefunden haben. Ja genau, ich muss die immer erst rendern und... Something hidden. Versteckt, aber nicht von mir, da also. Ja, muss die immer erst rendern und dann kann ich die erst löschen, sonst... Let's go in. Sonst kann ich ja den Speicherplatz nicht freigeben. Und wenn es so weitergeht mit diesen Aufnahmen, und das dauert natürlich immer ein Stück, wenn es rendert, kann ich auch... Erfolgreich, nice. Wenn es rendert, kann ich auch nicht nebenbei aufzeichnen. Also ich kann zwar eine gerenderte Folge, also eine fertige, bearbeitete Folge, kann ich zwar hochladen und spielen gleichzeitig. Ich lade auch gerade wieder, ich glaube, 4 Folgen jetzt hoch auf meinen Kanal. Das geht, aber beim Rendern geht das nicht. Dann fängt das Spiel an zu stocken und zu lecken, dann müsste ich vielleicht die Priorität vom Rendern runtersetzen, dann dauert es länger, also es lohnt sich nicht. Render mache ich immer, wenn ich irgendwas anderes am PC mache. Oh, und hier ist der Feenkreis, um wieder nach unten zu kommen. Mache ich immer irgendwas anderes. Kommt, okay. Am PC, dann render ich nebenbei und deswegen sammeln sich die Dateien halt an, ohne dass sie gerendert sind. Und das... Ja, führt vielleicht dazu, dass ich bald zum allerersten Mal überhaupt bei Aufnahmen auf eine... Nachforschungen fehlgeschlagen, wir müssen also auch mit Gale weiter nach oben. Auf eine dritte Festplatte ausweichen muss. Und wenn die dann auch voll ist und die anderen noch nicht geleert sind, wovon ich nicht ausgehe, dann hätte ich immer noch externe Festplatten, die ich anschließen kann, zurzeit nicht nutze und auf die ich dann meine Aufnahmen speichern kann. Also das ist schon krass. Ich würde sagen, Witcher 3 war das letzte Mal ein Spiel, was... mich so in den Bann gezogen und gefesselt hat. Nachforschungen fehlgeschlagen. Müssen wir auch die anderen noch hochholen? Okay. Ich glaube, wir hätten auch einfach auf Gruppenmodus schalten können und dann wären die anderen auch nachgekommen, aber egal. Ich würde sagen, Witcher 3, letztes. Und das Baldur's Gate 3. Oh mein Gott.
Ist wahrscheinlich sogar... Na gut, als ich das erste Mal Witcher 3 gespielt habe, das ist so lange her, ich kann nicht mehr wirklich einschätzen, wie krass der Eindruck auf mich war und wie sehr mich das gefesselt hat. Wahrscheinlich hat mich das damals genauso gefesselt wie jetzt Baldur's Gate 3. Ich würde mittlerweile schon sagen, dass ich Baldur's Gate 3 für das vielleicht insgesamt bessere Rollenspiel halte als Witcher 3, aber man darf nicht vergessen, wie alt Witcher 3 schon ist. Und... Ja, Kratzer, dann müsstest du mal mit hochkommen. Schaffst du das? Und... Und ich tue mich auch schwer... Ne, nicht sputten. Ich tue mich auch schwer... Ziel ist zu hoch. Witcher 3 und Baldur's Gate 3 1:1 zu vergleichen, weil es sind schon andere Rollenspieltypen, andere Rollenspielarten. Mist, das ist zu hoch. Ach Moment, wir können doch, ich bin auch blöd, ich kann doch einfach das auflösen und dann kann ich ihn wieder rufen, hier oben, dann ist er ja da. Hat er nicht auch Nachforschung? Ah, anscheinend nicht, naja gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als darauf zu verzichten. Ich glaube, das war hier, um irgendwas zu dem hier zu erzählen, zu diesem, ja, Altar oder was das sein soll. Vielleicht wäre hier noch ein versteckter Durchgang. Ja, guck mal, das ist doch auf jeden Fall ein versteckter Durchgang. Ja. Woher wusste ich das? Also das hätten die uns gesagt, wenn sie das erkannt hätten, die es gesagt, wir könnten auch einfach durchgehen, das war einfach hier oben. Also jetzt sehen wir, dass hier dahinter was ist, logisch, aber hier da oben, es war einfach so eindeutig, dass es hier einen Durchgang gibt zu diesem, auf der Karte, zu diesem Gebiet. Und deswegen habe ich das dann erkannt. Pilzring, aber das sieht merkwürdig aus, der Pilzring, und er schafft ihn wahrscheinlich einfach nur nach unten, wer weiß, ob er uns wieder nach oben schafft, deswegen gehen wir da mal noch nicht rein. Schädel, Fackel, das ist uns eigentlich alles egal. Speichern natürlich wieder. Würde es hier noch weiter nach oben gehen? Ich glaube nicht, wenn ich das richtig sehe. So, jetzt können wir wieder die Gruppenbewegung anmachen. Ach ja, ein Kratzer. Müssen wir auch mal... So, nach oben holen. Attention! Pride of the Gate. Best foot forward. 80 Erfahrungspunkte. Sind es nicht die 80 Erfahrungspunkte, die wir auch bekommen haben, als wir in das Gebiet des Magier-Tempels oder Zauberturms oder was immer das war, gegangen sind? Ich glaube, vielleicht sind wir jetzt in dem Bereich natürlich ein gutes Zeichen. Vielleicht haben wir jetzt den geheimen Eingang gefunden und können uns dann irgendwo hin teleportieren, wo wir das abschalten können, diese Geschosse. Finders Keepers. So, kommen wir hier noch nach oben? Ich glaube nicht. Es geht hier nur um diesen Feenkreis. Ja. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo der uns hinfängt. Feenkreis, Pilzring heißt das Ding einfach. Aber ich nenne es Feenkreis. Mal schauen, wo uns der da hinführt. Aber vielleicht in den Turm? Wenn der uns jetzt einfach wieder nach unten schickt, dann wird es merkwürdig. Überwucherter Tunnel. Sind wir jetzt einfach wieder unten? Nein, das ist woanders. Schädel. Schweinelände. Aber ich weiß nicht, ob das... Es hängt bestimmt mit dem Typ. Oder der Typin oder wie auch immer zusammen. Ach, guck mal, hier ist auch wieder so ein Gesicht wie von der... Von der Vettel. Ist hier eine andere... Ist hier eine weitere Vettel? Schweinelände, ist das noch gut oder... Ja, 5 Lagervorräte nehmen wir mit. Ganzes Hühnchen auch. Finde es da ein bisschen merkwürdig an solchen Stellen, dass das Essen, was so roh rumliegt, mitzunehmen, aber was soll, vielleicht ist es ja ganz kalt und das hält sich lange. Ich könnte mal hier rüberspringen. Kein gültiges Ziel. Also wir kommen mit der Kamera hier auch nicht wirklich rein jetzt. Aber ich würde sagen, ne, ich glaube nicht, dass man hier rein, hier hochklettern soll oder kann. Hä?
Schloss knacken, unmöglich. Hä? Das ist doch die, das ist doch der Eingang bei der Vettel. What? Warum das denn? Das hier ist, ich wusste, dass mich das direkt an die Vettel erinnert hat. Und das hier ist dann die Höhle von der Vettel. Aber warum? Hier muss es doch irgendeinen Grund geben, warum wir da rein können. Also, der Grund ist bestimmt nicht, hey, wir haben dann anderen coolen Eingang zur Vettel. Oder? Könnte natürlich sein, wenn wir hier reingekommen wären, hätten wir es vielleicht geschafft, diese Marina zu befreien, ohne dass wir gegen die Vettel hätten kämpfen müssen. Aber wieso können wir nicht mit dem Ding hier reden? Haben wir die Maske mit? Ich hoffe doch. Vielleicht, wenn wir die Maske aufsetzen. Aber wenn wir die Maske jetzt aufsetzen, bedeutet das ja, wenn die Vettel noch nicht tot gewesen wäre, dann hätte die uns doch in ihren Bann gezogen, oder? Das hätte uns ja gar nichts gebracht. Habe ich die nicht gerade Will gegeben, die Maske? Anscheinend nicht. Wem habe ich sie denn gegeben? Gale habe ich sie gegeben. Ja, guck mal, wie schlau ich bin. Ich wusste doch, dass uns die Maske irgendwann noch was bringt. Und die anderen kommen hoffentlich auch einfach durch. Tun sie. Lol. Nice. Ist nur eine Illusion. Aber was bringt uns das jetzt? Wir hätten halt auch hier dann rausgekonnt. Das habe ich gar nicht gemerkt. Aber ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, es bringt uns gar nichts, dass wir jetzt hier reingekommen sind. Oder? Also, es führt doch zu nichts. Ja, ist ja nichts. Wir haben jetzt hier diese blöden Fallen noch und das war's. Hm. Es ist halt einfach nur ein anderer Eingang in dieses Vettelgebiet. Und war vielleicht für die Vettel die Möglichkeit, da ziemlich easy und schnell in die Unterwelt zu gelangen. Das kann natürlich sein. Also, ich hoffe, ich übersehe jetzt hier nichts, aber meiner Meinung nach, was ist hier unten? Ist das einfach nur Wasser, was reflektiert? Ich glaube. Ja, ich hoffe, ich übersehe jetzt hier nichts, aber meiner Meinung nach gibt es hier nichts mehr. Ich würde jetzt zurückgehen. Ja, dann waren das bloß die. Das Essen, was wir dann noch extra gefunden haben. Hm, schade, ich habe gehofft, das hat irgendwas mit dem Turm zu tun. Dann haben wir die 80 Erfahrungspunkte wahrscheinlich bekommen, weil wir hier irgend so eine versteckte Gegend gefunden haben. Ich denke mal, das hat es ausgelöst, dass wir da ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Wo müssen wir hier raus? Hä, bin ich doof? Wo ging es hier raus? Ach ja, stimmt, stimmt. Das war ja auch nochmal so ein falscher Felsen. So, und hier oben, also wir sehen jetzt von hier zwar den Turm, aber wir kommen da nicht hin und ich glaube nicht, dass es hier irgendwie weitergeht. Der Feenkreis wird uns einfach nach unten bringen, dass wir halt nicht mehr runterklettern müssen. Hm. Schade. Aber vielleicht habe ich ja recht und die untere. Ah, wir haben die Maske noch auf. Na, jetzt haben wir den halt aktiviert. Wahrscheinlich können wir den jetzt hin und her benutzen. Wir müssen mal die Maske wieder absetzen. Hm. Aber vielleicht haben wir ja Glück und ich habe recht damit, dass wir bei der, hier war nichts mehr, ne? Ja. Dass wir, ach doch, hier ist noch eine Blaukappe. Haben wir eine Blaukappe schon mal gefunden? Anscheinend schon, sonst hätte er ja irgendwie gesagt, neues freigeschalten. Was wollte ich sagen? Ja, vielleicht haben wir ja Glück und bei dieser unteren Ebene, wo dieser Magier war, das sah zumindest aus wie ein Magier, vielleicht ist das ja auch dieser Tempel von dem Magier, mal schauen.
Geht's hier eigentlich noch lang? Ich glaube schon, wenn wir hier lang springen. Ja. Ist die Frage, vielleicht würden wir auch hier was finden, aber ich glaube, hier finden wir nichts. Hier geht's einfach weiter. Wir gehen aber mal den Weg lang, den Kallach entdeckt hatte, weil ich glaube, das ist schon ein leicht versteckter Weg. Vielleicht ist es ja wirklich der Magier da unten. Ich denke, gegen den müssen wir auch kämpfen. Und eventuell hilft das uns bei dem... Hilft es uns bei dem Lösen dieses Rätsels von diesem Magierturm, oder? Also ich denke, es ist ein Magierturm. So. Dann klettern wir mal hier runter. Faulige Höhle. Ja, schauen wir mal, ob die uns hilft, die faulige Höhle. Ach, und jetzt ist leider wieder die Kamera irgendwo an irgendeinem Felsen hängen geblieben. Hallo. Darf ich wieder rein, oder? Anscheinend nicht. Also jetzt ist die Kamera komplett im Arsch. Ach. Wenn ich auf jemanden anderes wechsle? Ach, passiert da gleich ein bisschen wieder. Okay, ganz nah dranbleiben. Okay, nirgendwo hingehen mit der Kamera, einfach nur klicken. Ist das eine Hängematte? So, ich würde aber... Ist hier irgendwas? Nee. Wir speichern. Und gehen weiter. Ah, vielleicht... Also, das sieht aus wie ein Zauberer oder sowas. Silberteller. Trinkhorn. Dieses ausgehöhlte rote Horn riecht nach schalem Bier. Ich glaube, hatten wir noch nicht gefunden. Provisorische Fackel. Ah, von Defender Will müssen wir erstmal die Fackel wegnehmen, sonst kämpft er wieder mit einer Fackel statt mit seinem Schwert. Und das soll ja sowieso eher im Fernkampf mal seine Armbrust nutzen. Wobei, ich würde mich echt freuen, wenn er... Oh Gott, da ist ja noch jemand. Kutao-Jäger, ne, Toa-Jäger, aber nur Stufe 2. Boa ist Getreuer, Chance bei Zielen Bluten zu bewirken. Boa ist Getreuer, okay. Dunkelsicht, Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht. Im Sonnenlicht ist diese Kreatur bei Angriffswürfen und Würfen auf Wahrnehmung für die Sicht erforderlich, ist im Nachteil. Achso, jetzt haben wir den ganzen Schmand hier mit drin, deswegen, naja, ist nicht so schlimm. Jetzt verstehe ich, warum es diese eine Rüstung gab, die dieses Sonnenlicht produziert, weil das ein Vorteil gegen die hier ist. Stufe 2, aber die sollten wir doch auch so platt bekommen, oder? Und es scheinen... Ach nee, wir können mit denen reden, es sind nicht automatisch Gegner, es sind aber ziemlich viele. Es sind aber alle nur Stufe 2, also... Das soll eigentlich kein Problem sein. Aber wir schauen uns hier erstmal um, bevor wir jetzt die einfach angreifen. Quatsch, mit denen reden. Man kann jetzt ein bisschen weiter rauszoomen, vielen Dank. Das sind echt viele. Ist das denjenige Gebiet hier? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob das was mit dem Turm zu tun hat. Aber ich glaube, hier geht es nicht so endlos weiter. Oder geht es hier noch weiter? Oh, vielleicht geht es hier auch endlos weiter. Es ist so ein großes Gebiet, unfassbar. Die Frage ist, es sind doch alles die Becken oder Eifernde. Ne, das hier ist der Chef, also müssen wir wahrscheinlich mit ihm reden. Aber dann sind wir halt hier im Tunnel und die anderen greifen von oben an. Ist eigentlich nicht so geil. Aber wir können ja zur Not auch nochmal neu laden, wenn das nichts werden sollte. Aber ihr kennt mich, ich rede immer gerne erstmal mit denen, bevor ich den Kampf suche. Das machen wir jetzt auch. Ich will aber sagen, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cool. Tschüss.